Pornhub, X-Hamster und andere Pornoportale stehen vor dem Aus. Weil sie nicht überprüfen, ob ihre NutzerInnen volljährig sind, droht den Seiten eine Netzsperre. War's das jetzt mit anonymen Pornos gucken? Und möchte die Politik wirklich das Internet zensieren? Wir sind in den Bundestag gegangen und haben nachgefragt. Dazu gucken wir uns erstens an, was ist eigentlich das Problem? Zweitens, wie geht Jugendschutz im Internet? Drittens, wie funktionieren Netzsperren? Und viertens, zieht die Politik das wirklich durch? Los geht's! Vielleicht wart ihr schon mal auf einer Pornoseite. Farah Schäfer ist Journalistin und Moderatorin beim Funkformat Mädelsabende. Und ihre erste Begegnung mit Internetpornografie war eher unfreiwillig. Weißt du noch, wie alt du warst, als du das erste Mal Pornos gesehen hast? Ich glaube, vielleicht so 12, würde ich schätzen. Und ich weiß auf jeden Fall noch, was das war. Das war das wundervolle Video Two Girls One Cup. Das wurde mir zugeschickt und das habe ich geöffnet und seitdem bereut. Viele Pornoseiten im Netz funktionieren wie YouTube, nur eben mit Sex. Jeder kann sich Pornos angucken, ganz ohne Anmeldung. Also das Problem ist, es kann ja nicht sein, dass jeder 12-Jährige auf seinem Smartphone mit einem Daumenwischen auf einem Hardcore-Porno-Angebot landet. Dr. Tobias Schmidt ist Direktor bei der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen. Er will, dass Minderjährige nicht einfach mehr so auf Pornoportale kommen und geht deswegen gegen mehrere Seiten vor. Also es hat jetzt auf jeden Fall gar nichts gefragt. Also es hat jetzt nicht irgendwie kurz mal gesagt, zumindest so pseudomäßig, bist du über 18? Ja, nein. Ja. Also man ist schon direkt, wenn man die Seite hat, dann kriegt man die komplette Fülle. Pornhub ist nicht die einzige große Pornoseite, die nicht richtig überprüft, ob Nutzerinnen und Nutzer über 18 sind. Auch mal Dirty Hobby, YouPorn und X-Hamster haben Post von der Landesmedienanstalt NRW bekommen. Pornografie im Netz ist gar nicht unbedingt verboten, sondern das Problem ist immer dann, wenn diese pornografischen Angebote Jugendschutzvorschriften nicht einhalten. Die Netzsperren sind ja erst der letzte Schritt in einer langen Reihenfolge von Maßnahmen. Das bringt uns zu Punkt 2. Wie geht Jugendschutz im Internet? Pornhub und Co. verstoßen gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Laut dem sind pornografische Inhalte im Internet nur zulässig, wenn sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden. Das heißt, die Seiten müssen sicherstellen, dass alle ihre NutzerInnen über 18 sind. Diese und alle anderen Quellen findet ihr übrigens unter dem Video in der Infobox. Würdest du dich auf einer Pornoseite mit deinen persönlichen Daten anmelden? Ja, ich glaube, die Frage ist halt so, in welchem Rahmen das ist. Ne? Also wenn es irgendwie darum geht, dass ich eine E-Mail-Adresse angeben muss und ein Login erstellen muss, das würde ich schon machen auf jeden Fall. Wenn ich jetzt irgendwie ein Bild von meinem Pass da oder von meinem Ausweis dahin schicken muss, weiß ich halt nicht, ob ich so viel Vertrauen habe in solche Pornoseiten. Schlechte Nachrichten. Es reicht nicht, nur seine E-Mail-Adresse anzugeben. Die Anbieter brauchen euren Namen, eure Adresse und euer Geburtsdatum und müssen euer Gesicht mit eurem Personalausweis abgleichen können, zum Beispiel über eine Webcam. Das gilt zumindest für die Seiten, die ihren Firmensitz in Deutschland haben. MindGeek, das Unternehmen hinter Pornhub, MyDirtyHobby und YouPorn, sitzt allerdings in Zypern. Gilt dann überhaupt deutsches Recht für die Pornoseiten? Nein, glaubt MindGeek und wehrt sich deswegen aktuell vor dem Düsseldorfer Landgericht. Laut Dr. Tobias Schmidt mit eher geringen Erfolgschancen. Also im Falle von klaren Jugendschutzverstößen ist es so, dass eben nicht zypriotisches Recht zur Anwendung kommt, sondern deutsches. Jedenfalls dann, wenn diese Seite deutsches Publikum adressiert. Ja, also hier das Erste, was ich hier sehe, heißt Pornovideos in Deutschland. Ja, mit Flagge auch. Damit du weißt, woher du kommst in dem Moment. Ich gehe davon aus, dass wir diese Klage gewinnen. Natürlich, sonst hätten wir die Schritte nicht eingeleitet. Und wenn wir das gewonnen haben sollten, gehe ich davon aus, dass die Firma Pornhub die Vorgaben umsetzt. Tut es das nicht, droht die Netzsperre. Wie im Fall der vierten Porno-Webseite, die von der Landesmedienanstalt NRW überprüft wurde und bisher gar nicht reagiert hat. Angeblich soll es sich dabei um X-Hamster handeln. Die Seite sitzt zwar auch in Zypern, hat aber einen anderen Betreiber als Pornhub und Co. Und in diesem Fall ist dann der letzte eskalative Ultima-Ratio-Schritt, dass wir auch auf den Access-Provider, also die Telekommunikationsunternehmen, zugehen und sagen, wir haben einen Verstoß festgestellt, der ist rechtskräftig, gegen den kann man auch nicht mehr klagen und jetzt muss dieser Inhalt gesperrt werden. Aber, und das bringt uns zu Punkt 3, was sind Netzsperren denn jetzt genau? Was stellst du dir unter diesem Begriff vor, unter einer Netzsperre? Ja, so wie das irgendwie bei Kino.to, Kinox.to, Movie.to und so weiter war, dass halt wahrscheinlich die Seite runtergenommen wird und dann einen Tag später ein Klon wieder online geht. Ne? Naja, so ähnlich. Die Netzsperren sehen so aus, dass der sogenannte DNS-Server gesperrt werden soll bei den Internetprovidern, also beispielsweise bei Vodafone oder bei Telekom. Ann-Kathrin Riedel ist Vorsitzende beim Load e.V., dem Verein für liberale Netzpolitik. Außerdem kandidiert sie bei der nächsten Bundestagswahl für die FDP in Berlin.
Das Ziel solcher Netzsperren ist, dass wenn ich beispielsweise Pornhub.com eingebe, nicht mehr auf der Seite lande, sondern auf einer leeren Seite lande. Die Netzsperren von Pornhub und Co. würden nur für Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland gelten. Wer eine deutsche IP-Adresse hat, kann die Seiten also nicht einfach mehr so aufrufen. So ähnlich wie bei Netflix. Manche Serien, die euch im Urlaub angezeigt werden, könnt ihr nicht mehr gucken, wenn ihr zurück in Deutschland seid. Wenn Pornhub sich also nicht an deutsches Recht hält, kann es in Deutschland auch nicht mehr aufgerufen werden. Klingt einfach und effektiv, oder? Hol ich mir VPN, easy. Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, mit dem ihr eure echte IP-Adresse verschleiern könnt. Das heißt, ihr loggt euch vielleicht im Bottrop ein, Netflix und Pornhub denken aber, ihr kommt aus New York. Programme dafür kann man sich leicht besorgen und sind nur ein Beispiel dafür, wie einfach sich Netzsperren umgehen lassen. Es passiert vielleicht nicht mehr, dass jeder 12-Jährige auf seinem Smartphone mit einem Daumenwischen auf einem Hardcore-Porno-Angebot landet. Da muss man halt auch ein bisschen realistisch sein. Also wenn Jugendliche Pornos sehen wollen, dann werden sie Pornos sehen. Aber die Alternative, deswegen nichts zu tun, ist ja keine. Also besser eine ineffektive Lösung als gar keine? Ein anderer Kritikpunkt an Netzsperren ist, sie könnten genutzt werden, um das Internet zu zensieren. Und zwar nicht nur aus Jugendschutzgründen. Da muss man nur in unser Nachbarland Polen gucken, die massiv gegen homosexuelle und queere Menschen vorgehen. Und wenn die das jetzt als Vorbild nehmen und sagen, wir sperren mit Netzsperren pornografische Inhalte, die homosexuellen Geschlechtsverkehr zeigen, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz falsches Signal. Wenn wir bessere Auskunftsansprüche hätten, wenn wir bessere Vollzugsabkommen mit den europäischen Mitgliedstaaten hätten und wenn wir andere Maßnahmen im Katalog hätten, wie zum Beispiel deutliche Geldbußen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man zu Netzsperren gar nicht kommt. Der Jugendmedienschutz ist in Deutschland zwar Ländersache. Andere Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung im Netz oder eine Altersverifizierung, bei der man seine Daten nicht komplett offenlegen muss, könnte aber auch der Bundestag anstoßen. Was uns zu Punkt 4 bringt. Zieht die Politik das wirklich durch mit den Netzsperren? Es wäre halt sinnvoll, vielleicht auch bei den Pornos nicht nur darauf zu achten, wer die accessen kann, wer da drankommt, sondern auch darauf zu achten, was in diesen Pornos halt wiedergegeben wird. Wir sind im Jahr 2021, da kann man auch im Bundestag über Pornos reden. Wir hätten gern diskutiert, unter welchen gesetzlichen Regelungen die gerichtliche Auslegung pro Netzsperren zu erschweren gewesen wäre. 2015 hatte der Bundesgerichtshof Netzsperren als zulässig eingestuft. Damals ging es allerdings um Urheberrechtsverletzungen. Der Bundestag hat das letzte Mal vor 10 Jahren so richtig über Netzsperren diskutiert. 2011 waren Netzsperren ein Bundesthema. Es kam aus dem Bundesfamilienministerium von Ursula von der Leyen. Mit dem Zugangserschwerungsgesetz wollte Ursula von der Leyen Webseiten sperren, über die Kindesmissbrauchmaterial ausgetauscht wurde. Das brachte ihr den Namen Zensursula ein. Sie wurde zum Meme. Das Gesetz trat 2010 in Kraft, wurde nie angewendet und 2011 wieder aufgehoben. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis wir eine Mehrheit dafür hatten, zu zeigen, dass Netzsperren eben keinen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet leisten können. Dass sie wenig effektiv sind, dass sie ungenau sind, dass sie sogar kontraproduktiv sein können, weil sie technisch leicht zu umgehen sind. Löschen statt sperren ist der richtige Weg. Wer im Jahr 2011 im Bereich der Netzpolitik glaubhaft agieren möchte und gleichzeitig noch Netzsperren fordert, der denkt letztlich auch, heute sei Atomkraft noch eine Ökoenergie. Die Fraktionen schienen sich damals größtenteils einig zu sein, dass Netzsperren nichts bringen, zumindest bei Kindesmissbrauchsseiten. Für deutsche und europäische Gerichte scheinen Netzsperren aber trotzdem noch ein sinnvolles Mittel zur Rechtsdurchsetzung im Internet zu sein. Wie stehen die Parteien denn heute dazu? Linke, Grüne und die FDP sind gegen Netzsperren. Die SPD sieht das Thema nach eigener Aussage kritisch, findet Netzsperren aber in Ausnahmefällen okay. Die CDU-CSU ist eher für Netzsperren. Und die AfD? Die hat auf unsere Anfrage nicht rechtzeitig geantwortet. Netzsperren sind also umstritten. Aber trotzdem. Netzsperren sind leicht zu umgehen und könnten ein schlechtes Vorbild für Zensur in anderen Fällen bieten. Einerseits. Aber andererseits haben wir ein Jugendschutzgesetz, das auch im Internet gilt. Wie soll das aber durchgesetzt werden? Auch wenn Netzsperren umstritten sind, so ganz möchte sie wohl niemand derzeit abschaffen. Das heißt, schau große anonyme Pornoportale. Zumindest mit deutscher IP-Adresse. Würdet ihr euch auf Pornoseiten im Netz mit eurem Perso anmelden? Schreibt es uns in die Kommentare. Auf Pornoseiten gibt es übrigens nicht nur Probleme mit dem Jugendschutz. Unsere Funk-Kolleginnen vom Y-Kollektiv haben dazu ein Video gemacht. Schaut doch mal rein.